Hallo, nun kommen wir zum dritten Wintertest. Hier in diesem Fall bin ich mit Modus Normal mit 18 Grad Innenraumtemperatur aufgeheizt und mit 22 Grad Klimaeinstellung gefahren. So kann man mal absehen oder jetzt so kann man mal ablesen, was der Unterschied ist, wenn man das Auto minimal aufheizt, das heißt unter 18 Grad geht es ja gar nicht, das Limit 18 Grad einstellt und den Standard auf 20 oder auf 22 belässt. Hallo, willkommen zum dritten Wintertest mit dem E-Up. In diesem Fall bin ich mit Modus Normal gefahren. Eingestellt habe ich die Klima auf 18 Grad und das andere Mal auf 22 Grad. So sieht man, was da die Unterschiede sind, wenn man mit der Heizung ein wenig die Temperaturgrade unterschiedlich einstellt. Wie auch bei den letzten zwei anderen Tests, wenn ihr die Videos gesehen habt, das mache ich nur ganz kurz. Die Fahrstrecke war ungefähr 4 Kilometer normale Landstraße mit 50, 70 Stundenkilometer. Danach die 23 Kilometer Schnellstraße bis nach Bozen, wo ich die 90 oder die 100 Stundenkilometer, in diesem Fall 90, gefahren bin. Eingestellt über den Tempomat. Das ist die Schnellstraße nach Bozen und ich habe Hin- und Rückfahrt dementsprechend, also die Doppelstrecke. Der Test wurde im Februar 2021 durchgeführt. Die Temperaturgrade waren ca. 0 bis 3 Grad. Hin- und Rückfahrt, das sind 54 Kilometer, wobei 85% auf der Schnellstraße waren. Auto wurde bei Hinfahrt in der Früh auf 21,5 Grad vorklimatisiert, bei normal 22 Grad, bei 18 Grad habe ich das sogar ausgeschalten. Das heißt, das wurde gar nicht vorklimatisiert. Deswegen bei 18 Grad nochmal extremer der Test. Im Auto wurden ansonsten alle Einstellungen auf Standard belassen, außer Fahrmodus und beim anderen jetzt 18 Grad. Klima war auf 18 und 22 Grad eingestellt. Eine Person, ein Dachkoffer war auch montiert und die Höchstgeschwindigkeit über GPS auf 90 Stundenkilometer eingestellt. Fahrtstart 7:30 Uhr, Rückfahrt 18 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das kurze Video anschauen, wo ihr seht die Fahrt, die Hin- und Rückfahrt, damit ihr ein Bild bekommt, wie der Test ablief. Die Apps, welche ich die Daten ausgewertet habe ich verwendet: CarScanner, Maps and More, WeConnect ID und die Fahrdaten vom Auto auch. Die Ergebnisse. Die Ergebnisse. Also mit Abetter Routenplaner wurde berechnet, dass ich hier ungefähr 25% an Batteriekapazität verliere. Über CarScanner 90 Stundenkilometer mit 22 Grad hatte ich dann 27% verloren. Über CarScanner 90 Grad, 90 Stundenkilometer und 18 Grad Innentemperatur hatte ich die 26,05% verloren. Das heißt, das stimmt fast mit dem Abetter-Routenplaner zusammen. Bei WeConnect ID waren die Werte etwas höher. Das ist auch ein interessanter Wert immer wieder mal. Der Durchschnittsverbrauch bis zur Schnellstraße, das heißt die Abfahrt bis zur Schnellstraße, da wird das Auto dann stark aufgeheizt. Da wird es temperiert und danach, wenn die Temperatur erreicht ist, dann sinken die Werte. Man sieht hier, beim Start mit Normal waren die Werte, mit Normal in dem Fall 22 Grad, waren die Werte mit 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer relativ hoch. Bei normal 19, 90 Stundenkilometer, 18 Grad, also mit 4 Grad Unterschied, sind diese um 3 Kilowattstunden niedriger, auf 21 Kilowattstunden. Wobei man noch sagen muss, ich hatte das Auto überhaupt nie vorklimatisiert, auch in der Früh nicht. Wenn ich das vorklimatisiert hätte, wären die Werte wahrscheinlich sogar unter 20 Kilowattstunden da gewesen.
Deswegen, das macht doch einiges aus, 18 oder 22 Grad zu fahren. Die Gesamtverbrauchprozentpunkte sind also mit der Carscanner gemessen 27% habe ich verloren, bei normal 22 Grad und bei normal 18 Grad 26 Prozentpunkte weniger. Also der Durchschnittsverbrauch, Verbrauch circa auf der Schnellstraße, war, welche gemessen wurden, waren zwischen 16 und 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Bei Maps and More kamen auch die ähnlichen Werte raus dann schlussendlich. Das heißt, rechts, da sieht man 16,05 mit normal 18 Grad und 17,20 mit normal 90 Stundenkilometer und 22 Grad. Das heißt, ungefähr der ein bisschen mehr als 1 Kilowatt mehr, Kilowattstunden auf 100 Kilometer mehr. Das ist der, wegen den 4 Grad Unterschied. Der Verbrauch wie bis zur Schnellstraße ist da noch einiges unterschiedlicher, da das Auto da stark aufgeheizt wurde. Da sind es dann 3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mehr, mit 90 auf 22 Grad aufzuheizen. Verbrauchsanzeige, Kilowattstunden mit Maps and More und Carscanner. Was ist da der Verbrauch der Batterie? Also mit normal 90, mit 22 Grad hatte ich dann 9,29 Kilowattstunden der Batterie für die gesamte Strecke mit verbraucht. Bei normal 18 Grad waren das dann nur die 8,7 circa. Das ist doch um eines weniger. Beim Carscan ausgelesen hatte ich noch bessere Werte, 8,4 für 18 Grad und für 22 Grad 8,73. Temperaturunterschiede, Start und Ende. Also die Außentemperatur war in dem Fall beim Test normal 90 doch niedriger, mit 3 Grad, 4 Grad und dann im Schnitt. Und mit normal 90 war es dann nicht mal so ganz ein Wintertest, da waren es schon 5, 6 Grad. Die Temperatur, die Innenraumdifferenzen bei 90 Stundenkilometer mit 22 Grad waren es etwa 11 Grad Innenraumtemperaturdifferenzen. Das heißt, das Auto hat da stark aufgeheizt. Klarerweise auf 22 Grad gibt es da größere Unterschiede. Bei 18 Grad war das weniger als zwischen 8 und 9 Grad circa. Im Fußraum ist es noch ein klein wenig unterschiedlicher. Dies auch deshalb, da, wie gesagt, mit 18 Grad habe ich das Auto überhaupt nicht vorgeheizt. Deshalb sind da die Werte unterschiedlich auch, dass da die Temperaturunterschiede doch etwas höher sind, in dem Fall für 18 Grad aufheizen. Kosten zur Fahrt. Also wenn man jetzt die Kosten auf 100 Kilometer aufrechnen würde, mit dieser Fahrstrecke, mit 30 Cent, da würde man bei 22 Grad dann 4,85 Euro zahlen und für 18 Grad 4,65 circa, also ungefähr 20 Cent weniger auf 100 Kilometer. Das macht nicht allzu viel aus. Dies auch deshalb, da das Auto bei 22 Grad vorklimatisiert wurde. Wenn man es gar nicht vorklimatisieren würde, wären die Unterschiede wahrscheinlich hier noch höher. Der Restreichweitenverlust, klarerweise auch bei 90, ist ein bisschen mehr. Das heißt, für 57 Kilometer hat mir Maps and More dann gesagt, hat er über 80 Kilometer abgezogen Reichweite. Bei 18 Grad waren es eigentlich nur die ca. 65 Kilometer. Das heißt, da hat er gar nicht mehr so viel mehr abgezogen, als wie ich überhaupt mit 57 Kilometer gefahren bin. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die lag beim Test mit normal 90 mit 22 Grad auf 53 Stundenkilometer und beim Test 90 mit 18 Grad war ich sogar über 60 Stundenkilometer unterwegs. Dies deshalb, da weniger Verkehr war. Dementsprechend ist auch die Fahrzeit
auch so, das heißt mit normal 90, mit 22 Grad hatte ich dann 57 Minuten, hat die Fahrzeit gedauert insgesamt, und ansonsten 52 Minuten mit 90 Grad, mit 90 Stundenkilometer 18 Grad. Die Verbrauchsübersicht in Kilowattstunden auf 100 Kilometer. V-Connect-Verbrauch elektrisch hat mir angezeigt 17,2 und 16,05 bei 18 Grad, also in etwa die 1 Kilowattstunde unterschiedlich. Wenn man das jetzt aufschlüsselt, wo die Verbräuche jetzt wo die Verbräuche waren, beim E-Motor waren es bei normal 90 sogar ein bisschen mehr, ganz minimal, aber das ist, macht keinen Unterschied. 14,25 mit 18 Grad und mit 22 Grad 14. Wahrscheinlich, weil ich da im Schnitt doch schneller fahren konnte oder durchfahren konnte ohne Stau. Aber das macht 0,25. Eigentlich sind es dieselben Werte. Nur bei Nebenverbräuchen sieht man hier einen starken Unterschied. Bei 18 Grad klarerweise niedriger, mit 2,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, und beim 22 Grad fast die 4 Kilowattstunden. Das heißt 1,5 Kilowattstunden für die Stunde Fahrzeit in etwa mehr. Bei der Reprokupation haben wir die ähnlichen Werte. Hier möchte ich nochmal die Tabelle darstellen, welche Daten ich alles ausgelesen habe. Wenn ihr auch meine anderen Videos angeschaut habt, dann seht ihr, die Tabelle ist immer dieselbe, klarerweise mit den anderen Daten gefüllt. Verbrauch Kilowatt mit Maps and More, Kilowattstunden mit K-Scanner, Kosten auf 100 Kilometer, Verbrauch Prozent K-Scanner, V-Connect-ID, die Fahrzeit, Fahrstrecke, Außentemperaturschnitt, Innentemperaturdifferenzen, Fußraumdifferenzen und so weiter. Könnt ihr auch in Ruhe anschauen. Kommen wir nun zum Fazit. Also Verbrauch Heizung liegt zwischen 1 und 2 Kilowattstunden bei der Fahrt. Beim Start klarerweise etwas mehr, das heißt bei 18 Grad ca. 2 bis 3 Kilowattstunden, und bei 22 Grad liegt das so zwischen 1 und 2 Kilowattstunden höher, das heißt zwischen 4 und 6 Kilowattstunden am meisten. Berechnung am Wetterroutenplaner und Ergebnisse mit dem K-Scanner stimmen zu 1% überein. Das heißt, sind recht gute Ergebnisse. Die Kosten. Es gibt nur 0,2 Euro Unterschied zwischen Heizung 18 und Heizung 22 Grad bei der täglichen Fahrt mit 90 Stundenkilometer auf die 100 Kilometer gerechnet. Das wären dann jährlich für meine Pendelstrecke mit 220 Arbeitstagen ein Ersparnis oder Mehrkosten von 26 Euro. Das ist also nicht so viel. Der Durchschnittsverbrauch bis zur Schnellstraße ist um einiges höher. Auf der Schnellstraße dann eher nur mehr die 1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Unterschied, wenn man jetzt das Auto mehr heizt. Klarerweise, wenn man eine längere Strecke fahren würde, würde es das schon was ausmachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Präsentation auch gerne runterladen. Den Link lege ich in der Beschreibung bei. Das war's nun für diesen Test. Nächste Woche folgt noch der letzte Test und danach eine Zusammenfassung aller dieser Tests im Überblick. Also bleibt dran, Daumen hoch, und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Ciao! Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-App auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.